Wie findet man heraus, ob man eine gute Bodybuilding-Genetik hat? Deine Genetik entscheidet nämlich, wie schnell und wie viel Muskeln du aufbauen kannst. Und ich gebe dir in diesem Video ein paar Tipps, wie du herausfinden kannst, ob du eine gute oder eine schlechte Genetik hast. Ein erster Hinweis kann dein Körpertyp sein. Bist du immer schon eher der dünne, schmächtige Körpertyp gewesen, so wie ich? Oder warst du in deiner Schulzeit immer schon einer der breiteren, stärkeren Typen? Ich war immer schon dieser dünne Körpertyp und ich habe mir extrem schwer getan, Muskeln aufzubauen. Dafür hatte ich aber auch immer schon ein Sixpack. Bist du hingegen ein breiterer Körpertyp, dann wirst du dir wahrscheinlich nicht leichter tun beim Zunehmen und beim Muskeln aufbauen. Ein zweiter Hinweis ist, bist du gut in Leichtathletik bzw. in Turnen? In diesen Sportarten brauchst du nämlich viele schnell zuckende Muskelfasern und wenn du dort gut bist, dann heißt es, dass du viele von denen hast. Diese schnell zuckenden Muskelfasern sind auch im Bodybuilding extrem wichtig, da sie wirklich gut auf Muskelreize ansprechen. Wenn du also der Schnellste in deiner Klasse bist, dann ist es ein gutes Zeichen. Aber egal ob gute oder schlechte Genetik, jeder von euch da draußen kann Muskeln aufbauen und Fett verlieren. Beim einen dauert es halt länger und beim anderen kürzer. Wichtig ist, dass ihr dran bleibt und nicht aufgeht.